Ich kann keine Chips essen beim Stream. Das ist einfach so extrem laut. Ich knusper euch so das Ohr ab. Das will ich nicht machen. Jetzt bin ich immer am Gucken. Gummibärchen wird irgendwann zu süß, weißt du? Das ist einfach, kriegst du so ein Pappmaul von. Da haben wir jetzt gedacht, komm, holst du einfach mal hier so Luaka-Waffeln. Die sind nicht so laut beim Kauen und da kann man so 3 Packungen von essen ohne Probleme. Weißt du, was ich meine? MMS kommt jetzt die Tage auf jeden Fall wieder. Bin leider die Woche überhaupt nicht zum Aufnehmen gekommen, weil ich arbeitstechnisch sehr eng eingespannt bin. Aber ansonsten, jetzt, ich denke mal so im Laufe der Woche, Anfang dieser Woche wird es weitergehen mit Hardcore. Portal Knights wollte ich auch noch hochladen. Habe ich noch nicht geschafft. So, okay, komm, wir machen erstmal Mannequin fertig. Wir sind ein Monk, das heißt Monkelus. Total einfallsreich ist. Ich weiß, ich weiß nicht. Das ist einfach eine Eingebung. Ich kann für die Namen nichts. Das ist einfach so. Ist auch geil, oder? Ich habe mir das Samsung Galaxy S7 Edge vorbestellt. Und wenn man sich schon so ein Handy kauft, habe ich gedacht, komm, dann holst du ja auch gleich mal auf Amazon eine Schutzhülle, ne? Das ist das Geile. Hier ist die Schutzhülle, ne? Die Schutzhülle ist eher da wie das Handy. Geil, oder? Also ich kann jetzt quasi schon so total so... Hi, ja, okay, tschüss. Ne? Also so einfach so tun, als ob. Macht natürlich unglaublich viel Sinn. Aber so ist das. So, okay, komm, Season. Ja, komm, wir sind Season Char. Wir haben schon Season Char 50.000 Mal gespielt. Und hat denn jemand Bock jetzt hier uns einfach mal kackendreist durchzuziehen auf 70? So, zack, Spiel starten, gucken wir mal. Ja, Fake Schein ist, ich bin auf jeden Fall Namensgeber-Profi, also ich habe schon ganze Namenswörterbücher geschrieben, weißt du? So, jetzt sind wir hier Level 1, eigentlich quasi nackig, ne? So, Sparmodus wie immer dabei, sehr schön. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ich gehe erstmal komplett auf Bewegungsgeschwindigkeit, dann auf Angriffsgeschwindigkeit, genau. Nee, ja, komm hier so in die Richtung. Hier gehen wir jetzt erstmal dann auf maximale Geisteskraft und auf Schaden. Hier können wir nebenbei noch Chance reinhauen. Zack. Boah, hab ich wieder Level 617 Mal. Was bin ich denn für ein Suchti, ey? Unglaublich. So, so. Meine Güte. Hier haben wir komplett einmal Ressourcenkosten rein, Flächenschaden, so, zack, immer weg damit. Habe ich jetzt tatsächlich eine Zähigkeit von fast 100.000. Herz allerliebst. So, ich spiele auf PS4, besser oder schlechter? PS4 ist anders, wie ich finde. Also man kann, ne, es ist dasselbe Spiel, Diablo 3 auf der PS4, beziehungsweise auf dem Computer, aber doch anders. Also PS4 ist eher so für die Gruppe, also einfach, ne, zusammen auf der Couch sitzen, ein bisschen zocken. Gemeinsam was noch machen, das finde ich eigentlich ganz, ganz geil gemacht, aber bei Diablo PC ist es einfach so ein bisschen mehr, ja, man pusht sich mehr, wie ich finde. Schnee sagt gerade, er will nicht wissen, wie meine Kinder später heißen werden. Kratze los! Komm her! Komm mal, meine Papa! Moin, Dad Kendra, grüß dich! What the fuck? Kerensky! Bist du bescheuert? Kapsel, schönen Abend und guten Loot. Danke. Wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank für die Spende, mein Freund. So, wir leveln jetzt hier direkt mal munter. Oh, da will mir jemand ins Gemächt. Wir leveln jetzt hier mal munter weiter auf Level 70 im Idealfall. Und ich versuche das einfach jetzt ganz knallhart zu umlaufen, hier die Gefahrenquellen. Muss natürlich nebenbei, wow, ich laufe natürlich auch da lang, wo noch kein Mensch war, ne? Ist natürlich total klug, ich weiß. Aber was willst du machen? So, ey, komm, guck mal eine an. Wir können uns ja einmal hier so, what? So ganz dezent durch... Speed, da ist ein Legendary! Bam! Bitch! So, komm, schnell. Ich muss meinen Goblin noch ausrüsten, verdammt Axt. Ist hier was drin, was ich brauche? Ein Höschen. Ja, schön. Und da ist noch das Legendary, das hole ich mir auch noch ganz schnell. Spielst du mit dem Baba nicht? Baba ist jetzt die Tage, also nicht die Tage, aber es kommt wieder dran, wenn der neue, also der nächste Patch draußen ist. Weil da habe ich schon im Video gerade gesagt, da sind so ein paar Sachen, die mich sehr reizen, die den Barb vielleicht sogar in eine Richtung zwängen, die mir sehr gut gefällt. Moin Huggy, grüß dich, lange nicht gesehen, mein Freund. Kannst du nicht auch einfach am Eingang warten? Ja, könnte ich, aber ich bin nicht so der Typ, der hier einfach rumsteht, weißt du? Also ich muss da irgendwie, und wenn es nur looten ist, also, weißt du, den Müll aufsammeln. War mal so wieder, piss dich. Also ich kann nicht einfach rumstehen. Das sieht man vielleicht auch ganz gut an meinen Hardcore-Folgen, die ich aufnehme. Ich kann das nicht, also das ist nicht so meins. Ich muss Bewegung haben im Spiel und mich jetzt einfach so am Anfang hinstellen und andere machen lassen.
So wie quasi jetzt auch, aber ne, ist mir einfach zu doof. Ich muss da schon selber. So, Level 26 sind wir schon. Einmal Kopfschutz an. Na, schönes Zeugchen rein. So, guck mal eine an. Ja, schick. Herz allerlieb. So, schnell weiter. Ich weiß gar nicht, was ist denn derzeit so angesagt auf dem Monk? Also, was spielt man denn am Set? Höllfeuer habe ich sogar liegen, ey. Könnt ihr sogar anziehen, hast du recht. Ich könnte mir auch den anderen Stein noch reinhauen. Dann wird das. Oh, da ein Legendary. Double Drop. Double Drop. Bam, 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 bam. Komm, hier, was ist das? Achso, das Zweihandschwert. Was haben wir hier noch? Ah, okay. Zwei Waffen macht unglaublich viel Sinn. Ne, auf dem Level, also ganz klar. Ne? Komm, ich hau mir mal ganz kurz. Ich dente das fix, hau mir den Stein in die Waffe. Ja gut, okay, so kann man es natürlich auch abkürzen. Einmal zurück. Hans im Glück geht zurück. Als Bückstück oder so. So, komm mal her. Wir nehmen jetzt einmal mal unseren Stein, den Levelstein. Dann hauen wir den hier einmal in den Kopf rein. Ne, mehr Gold wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier den, ne? Ne, bessere... Den, ja, ich wollte den. Danke fürs Follow an. Maxe Haxe. Haxe, Maxe. So, komm, das einmal alles anziehen. Ja, guck mal, das ist auch noch ein bisschen besser. Kralle brauche ich gerade nicht. Okay, komm, das sollte eigentlich vom Level her reichen. Machen wir schnell zu. Gib mir mein Level ab. Dankeschön, da sind wir schon 35. Rucki zucki geht das ab hier. Warten noch 30 Sekunden, geht's weiter. Moin, Keksdose. Mensch, jetzt habe ich Bock auf Kekse. Und dann... Ne, ich habe ja hier meine lecker Waffeln. Nom, 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 nom. Da muss man natürlich auch zu nutzen wissen. Ohne Leoriks Krone, das ist natürlich, nett. Muss man ganz klar sagen. Was sind die jetzt hergezaubert, ey? Ah, guck mal, ihr habt auch den Cube-Mensch. Wie Prozent hat die? 75. Kann ich hier eine 100er Krone reinballern? Keksdose, folgt mir bis in den Abgrund. Das ist so herzallerliebst. Weiß nicht, was nehmen. Alter, die sind schon wieder voll dabei. Junge, wartet doch auf mich. Ich bin noch nicht der Schnellste. Ja, Keksdose. Also, ich bin fast immer online. Ich bitte dich, weißt du? Nur weil du hier nie reinguckst. Unglaublich. Du hättest mich aber viel, viel eher followen sollen. Dann hättest du auch eine Meldung bekommen. Nein, Spaß. Ich habe ja schon recht lange nicht mehr gestreamt. Weil mir die Zeit gefehlt hat eigentlich. Und ich natürlich auch nicht mehr so, ja, das Problem ist, ich nehme nebenbei sehr viel auf. Ich bin derzeit schon, oder neben Portal Knights, was gerade schon, keine Ahnung, wie viele Folgen hat, habe ich schon ein neues oder ein anderes Projekt am Laufen, was ich schon aufnehme. Da sind auch schon einige Folgen fertig, aber ich will das wirklich erst hochladen, wenn ich da mehrere Folgen fertig habe, dass da nicht wieder erst so Stocken kommt, weißt du? Ja, und ab nächste Woche geht es ja dann weiter mit Wolken, also ehemals Umbra. Und ich muss sagen, WTF, hammergeil geworden. Also die haben sich da richtig was bei gedacht. Und ich freue mich drauf. Also offiziell, Alpha-Start ist Ende März. Ich habe mich allerdings mit Daniel schon unterhalten. Also das ist der Chefprogrammierer von Solarfall ehemals, beziehungsweise jetzt Wolken Studio. Ich bekomme nächste Woche schon eine Alpha-Version davon. Und dann werden wir da echt mal reingucken. Und ey, Alter, Alter, Alter. Das wird... Ich bin so geflasht von dem Spiel. Also wenn... Ich habe mir das durchgelesen, was da jetzt schon umgesetzt wurde. Ich muss sagen, WTF, geile Sache. Also das, was jetzt schon in den Köpfen von Wolken Studio vorgeht, von den Entwicklern, wenn das so umgesetzt wird, wie die sich das vorstellen, dann wird das ein Hammer-Titel. Mal so als Beispiel. Moin 20, grüß dich. Folgendes. Es kommt eine Funktion, also ich habe ja schon mal erwähnt, man kann sich Häuschen bauen, ne? Da hat man gedacht, okay, komm, da macht man sich sein Häuschen, kann man sich vielleicht da ein Tässchen Tee machen und fertig ist das Ding. Nein, es ist nicht fertig. Du kannst dein Haus als Dungeon gestalten. Das heißt, Spieler können da reinkommen und dann kannst du die, ich weiß noch nicht, wie es genau laufen wird, aber auf jeden Fall kannst du die dann, ja, in einer Dungeon-Challenge sozusagen herausfordern. Wie geil ist das denn? Da baust du dir ein Haus zusammen und machst da voll die fiesen Fallen rein und so einen Scheiß. Hammergeil. Also das Konzept finde ich sehr, sehr gut. Wohl überlegt. Und kenne ich persönlich aus keinem Spiel bis jetzt. Also ist wirklich ein... Kennt ihr das von irgendeinem Spiel? Ja, Grimm, hast du recht. Keksdose. HC spiele ich natürlich auch. Allerdings nur als Let's Play bei mir auf dem YouTube-Channel. Einmal vorbeigucken. So. Achso, hier habe ich schon wieder ein neues Item. Mal ganz kurz identen.
Nee, oder eine neue Sache oder eine andere Sache wäre zum Beispiel, ruhig auf den Joschigen. Du bist ja gemein. Du bist ja gemein, Spawn, du bist ja gemein. Oder eine andere Sache ist die Apokalypse-Form. Das heißt, man kann sich quasi, ich vergleiche das mal mit einem Bersi, ne? Man kann sich quasi wie beim Bersi in einer apokalyptischen Form verwandeln. Was das genau mit sich bringt, weiß ich noch nicht. Da muss man einfach abwarten, bis die Alpha rauskommt. Aber es klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Also ich bin sehr, sehr neugierig auf das Spiel. Und ehrlich gesagt bin ich echt eigentlich positiv eingestimmt, dass das was wird. Ich habe jetzt nicht das... ich wollte schon sagen, ich habe gedacht, ich habe das jetzt hier aus Versehen vercrappt. Habe ich natürlich nicht. So was meine ich, ne? Ich vercrappe keine Sache, die ich noch brauche. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen, wo würden wir denn da hinkommen? So, what? Puh, das war aber arschknapp. Hör auf damit, du Arsch. So. Na toll. Ah, Legendary, Legendary. Fuck it. Mighty Quest for Epic Loot von Ubisoft, ein kostenloses Spiel. Danke fürs Follow an Reke, Peke, Reke, Peak, Peak. Hoffe ich, so spricht man es aus. Boah, da ist auch noch ein Drop. Müssen wir ganz kurz hinflitzen. So, was haben wir denn hier? Ein Speer. Das ist der Walross-Stoßzahn, oder wie das Ding heißt, glaube ich. Da kann man sein Schloss auch mit Fallen und so bestücken und da können auch andere rein. Okay, das klingt eher so ein bisschen wie Tower Defense. Aber wie gesagt, man muss einfach abwarten. Ich weiß noch nicht, wie Wolkenstudios, ich will mal Solarfall sagen, aber so heißen sie ja nicht mehr. Die haben sie ja umbenannt wegen Urheberrechtsstreit. Da mussten sie sich umbenennen. Die hatten keine andere Wahl. Aber ich bin gespannt, wenn sie das so umsetzen, wie man das raushört, dann wird das richtig geil. Swanty, ich rede von ehemals Umbra, beziehungsweise jetzt neu Wolken nennt sich das. Also W-O-L-C-E-N. Das N nicht vergessen, ne? Denkt doch jemand an das N. Sind nicht schon wieder alle. Mein, das wäre es noch unten. Sparmodus. Der läuft hier schon wieder total im Sparmodus lang. Irgendwo ein Legendary. Mach doch hier mal die Truhen auf, da könnte ein Legendary drin sein. Gut, ich finde als Monkey DH Sachen mal wieder, das ist so unglaublich nett von Blizzard, dass sie mich da in eine Ecke drängen möchten, die ich nicht gutheißen kann. Das ist einfach... unzumutbar, Blizzard. Verdammte Scheiße. Habt ihr gehört mit der Stellenausschreibung? Moin, Blacklight. Grüß dich. Es werden diverse Jobs angeboten für einen neuen Diablo-Titel. Keine Erweiterung. Es steht wirklich da für ein Spiel. Also für ein, ich weiß nicht, wie es da genau stand. Auf jeden Fall ist es nicht speziell für eine Erweiterung gedacht, sondern ein eigenständiges Diablo-Spiel. Wurde offiziell von Blizzard eine Stelle ausgeschrieben. Oder mehrere Stellen, nicht nur eine. Ich habe schon überlegt, mich da mal zu bewerben. Weißt du, aber mal so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Ist gar nicht so schlecht, oder? Bist du immer direkt an der Quelle. Zack. Bisschen programmieren. Weißt du, so blablabla. Rechts programmieren, links aufnehmen. Und die neuesten Patch Notes für Patch 5.08, der in 2 Jahren rauskommt, sind. Einfach mal, ne? Also, wer da schon an der Quelle sitzt, warum denn die nicht auch nutzen? So. Podcast, nee, kannst du doch nicht gelesen haben. Das, was wir letztes Mal gesucht haben, war wahrscheinlich für die Erweiterung. Jetzt ist eine komplett neue Stelle raus. So, warte mal, den legen wir einfach mal an. Den Gürtel legen wir auch an, sind wir zumindest ein bisschen uralt. Da, guck mal eine an. So, zack, 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 zack. Gibt es noch eine Klasse außer Barb, die für den Anfänger geeignet sind? Zum Beispiel Hexendog. Ich würde den Krusi empfehlen. Krusi ist sehr, sehr nice, lässt sich gut zocken. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. So, ich muss gleich erstmal irgendwie was raussuchen, was ich hier überhaupt gleich spiele mit dem Monk, ne? Da könnte schon ein Problem werden. So, komm, mach zu, wieder auf, fertig. Fertig werden hier! Sind schon 63. Oh, Podcast, die Ace hat noch nicht sein Mettwurstbrot fertig. Nee, da müssen wir warten, Leute. Also, das geht nicht. Ich bitte dich, man kann Diablo niemanden zumuten, der noch kein Mettwurstbrot in der Hand hat. Das geht nicht. Da sollte man wirklich ein bisschen Rücksicht nehmen. Hat ihr auch so einen Mett-Fan? Moin Matoshi, mein Freund, grüß dich.
Also ich muss sagen, ich bin unglaublicher Matt-Fan.